Ja, die liebgewonnene Gewohnheit ist auch heute eingetreten, wieder kurz zu Beginn oder vor Beginn und dann im Laufe des frühen Nachmittags ist der Kurs erstmal wieder tapfer nach unten gegangen. Wir sehen das hier, Schub runter, richtig schön schnell. Das Ganze, das hatten wir doch jetzt schon mehrmals, aber seit 15:30 circa wieder einigermaßen erholt. Also wir sehen, das Bild ist ein ähnliches aktuell. Übrigens, grundsätzlich lassen sich auch hier in solchen Phasen natürlich die typischen Verhaltensmuster wiederfinden. Also das ist sicherlich eine Aufwärtsbewegung. Wir sehen das. Steigende Tiefs, steigende Hochs, wenn auch knapp steigend, aber immerhin und das Ganze eher wackelig eben und dementsprechend nachher die Fortsetzung der Bewegung. Also auch in diesen Marktphasen, wenn ich das immer wieder höre, nein, der Markt ist jetzt ganz anders, da geht das alles immer nicht, ist das grundsätzliche Prinzip das gleiche. Wenn dem aber tatsächlich so ist, dann müsste es aktuell ja eigentlich ganz positiv aussehen, denn das ist doch eine schöne Aufwärtsbewegung. Hier hat es schon so ein bisschen gewackelt. Da könnte man schon auf den ersten Gedanken kommen für die Long-Seite, beziehungsweise dann jetzt im Nachgang jetzt auch dieser Geschichte, dass der Kurs eben sich noch weiter vorwärts entwickelt. Das scheint sich also für den heutigen, zumindest mal frühen Nachmittag, als das Bild schlechthin herauszukristallisieren. Also erst nochmal die Aufwärtsrichtung, die gefragte. Und wenn wir mal gucken, wie es beim S&P aussieht, yep, grundsätzlich genau das Gleiche. Auch hier die tapfere Bewegung nach oben, auch wenn es hier schon eigentlich früher losging. Aber auch hier nochmal der vorbörsliche Drop. Wir sehen das hier, bevor es jetzt dann wieder weitergeht. Also grundsätzlich gesehen, wenn wir das uns jetzt mal angucken, die Stimmung eher noch positiv, also die Märkte tendenziell nach oben. Der Nasdaq und der S&P zumindest mal scheinen in die Richtung zu gehen. Der Dow Jones, der ist ganz anders drauf. Und das ist das Eigenartige. Um 15:35, seitdem war der Nasdaq nach oben gegangen. Schauen wir es uns nochmal an, einfach um zu sehen, wie verquält die Welt ist. Das ist Tageschart. Heute ist 12. Februar, 15:34 Uhr. Seitdem zügig nach oben, ein bisschen Päuschen und so weiter. Gleichzeitig Dow Jones, gleiche Uhrzeit, 12. Februar, 15:34 Uhr, hat gesagt, das können wir auch in die andere Richtung und macht genau das Gegenteil. Also wir sehen, dass die Blue Chips machen überhaupt nicht das mit, sondern würden eigentlich eher die Abwärtsseite nochmal erwarten lassen, also dass es eher noch nach unten geht. Wie kann das sein? Das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Die müssen doch immer gleich laufen. Nein, gleich laufen müssen die natürlich nicht. Es ist nur so, dass sie sehr häufig in die ähnliche Richtung gehen. Was heißt denn ähnliche Richtung? Naja, gut, es kann sein, dass der eine förmlich explodiert, während der andere so halbwegs hinterher humpelt. Aber die Richtungen sind bei denen normalerweise schon gleich. Aber wir sehen, Abweichungen gibt es da natürlich auch. Also dementsprechend, wie geht man mit so einer Situation um? Aus meiner Sicht ist es dann sinnvoll, in dem jeweiligen Markt hier also nach gegebenenfalls Shorts zu suchen, wenn sich das im Laufe des Nachmittages rauskristallisiert, also wenn sich das hier schön korrektiv darstellt, dann bin ich hier auf der Short-Seite unterwegs oder suche zumindest mal Shorts. Ob die dann getriggert werden, ist dann noch eine andere Geschichte, aber die Suche gilt hier den Shorts. Und hier würde ich bei jedwedem wackeligen Rücksetzer natürlich wieder eine Long-Seite suchen. Ja, aber ist es denn sinnvoll? Dann wird doch einer verlieren. Ja, das kann durchaus sein, dass der eine verliert und der andere dann allerdings gewinnt. Aber dadurch, dass wir ja unsere Stop-Politik relativ eng gestalten, ihr wisst das von den vielen Trades des Tages, die ich mache, wo ich die Position lege, häufig auch hier in den Videos, dann habt ihr ungefähr eine Idee. Ja, klar, dann verliert man mit der einen Seite einen Teil seines Geldes, aber auf der anderen Seite gewinnt man auf der Gewinnseite ja meistens mehr. Zumindest mal so der Plan, denn es sollte ja so sein, dass man auf der Zielseite eben eine viel bessere Chance, Risiko oder ein viel bessere Möglichkeiten eben erlaubt, sprich ein positives Chance-Risiko-Verhältnis dann eben gerne hätte und dann daraufhin dann eben auf der Gewinnerseite mehr gewinnt, als man auf der Verlustseite verliert. Also vielleicht eine kleine Anregung vor dem Wochenende mal ein bisschen anders zu denken. Nämlich nicht unidirektional, also alles muss in die gleiche Richtung, sondern im Gegenteil, mal davon auszugehen, hey, vorsichtig, das kann auch locker mal in die eine und in die andere Richtung gehen. Welche sich dann nachher dann eben durchsetzt, das werden wir sehen. Falls sich daraus ein Trade ergibt, würden wir das natürlich auch sehr gerne im Trade des Tages ankündigen. Deshalb jetzt schon anmelden, dann kriegt ihr eine Information, wenn wir hier unsere ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken dann angeben.
Und wenn ihr sagt, solche Informationen hätte ich gerne auch natürlich auf Smartphone, vielleicht dann auch mal kurzfristiger, vielleicht einfach mal so mit Ideen, guck mal hier schnell, das ist vielleicht interessant, dann ist es sinnvoll, bei Born for Trading sich anzumelden und das Ganze mal anzugucken, um dann auch kurzzeitig informiert zu sein. So, jetzt geht es aber noch mal kurzzeitig in den Markt, bevor dann das Wochenende kommt. Ich wünsche euch ein besonders schönes, ein erholsames. Dann sehen wir uns gleich vielleicht noch in den Märkten. Ansonsten dann ab Montag wieder an dieser Stelle, wenn ihr denn mögt. Bis dahin macht's gut.